Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen eine Engländerin vorstellen, die ich sehr, sehr bewundere. Lady Mary Wortley Montagu. Ich bin durch eine Freundin auf diese Dame aufmerksam gemacht worden und bin ihr immer noch dankbar, dass ich durch sie ihre Texte, ihre Briefe kennengelernt habe, die diese Dame, Lady Montagu, aus Konstantinopel nach England geschrieben hat. Lady Mary Wortley Montagu wurde geboren am 26. Mai 1689 in Nottinghamshire und gestorben ist am 21.08.1762 in London. Sie war die Tochter des 5. Earl of Kingston, späteren 1. Duke of Kingston. Ein Duke, das ist der höchste Adelsrang nach der königlich-britischen Familie. Lady Montagu hat eine standesgemäße Erziehung erfahren. Sie hat viel gelesen, war sprachbegabt. Sie soll Latein, Französisch, Italienisch, Deutsch gekonnt haben. Sie hat Türkisch gelernt in Konstantinopel. Und sie war eine sehr selbstständige, geistig unabhängige Dame. 1712 heiratet sie Sir Edward Wortley Montagu, den Bruder einer Brieffreundin, und zwar ohne Einverständnis ihres Vaters. Und am Anfang ihrer Ehejahre haben die beiden Menschen in finanziellen Sorgen gehabt und in finanziellen Nöten gelebt. 1713 wird ein Sohn geboren und im selben Jahr stirbt der Bruder von Lady Montagu mit 20 Jahren an Pocken. Sie selbst erkrankt 2 Jahre später an dieser Krankheit und ihr Gesicht wird dadurch für alle Zeiten entstellt. Sie schreibt selbst, "Now beauty has fled." Nun, die Schönheit ist nun verloren gegangen, ist geflohen. Sie hat sehr darunter gelitten, denn sie war eigentlich eine sehr schöne Frau. Im selben Jahr erlangte ihr Mann eine wichtige politische Stellung. Er wurde Parlamentsabgeordneter und von dem Moment an war ihm der Zugang zum englischen Hof möglich. Lady Montagu lernte die Berühmtheiten ihrer Zeit kennen, unter anderem den Dichter Alexander Pope, und sie setzte sich Zeit ihres Lebens für Frauenrechte ein. 1716 wurde ihr Mann als Botschafter nach Konstantinopel beordert, ins Osmanische Reich. Sie übersiedelten dorthin und blieben dort bis 1718. Ein Jahr davor war er wieder abberufen worden und ein Jahr später mussten sie tatsächlich nun ausreisen. Und in dieser Zeit, in diesen Jahren, lernte Lady Montagu Türkisch. Sie lernte die Frauen aus der türkischen Oberschicht kennen und sie schrieb Briefe an ihre Bekannten in England und sie schilderte das Osmanische Reich aus ihrer Sicht auf eine so überraschende und Art und Weise, die bis heute eigentlich verblüfft und auch nicht so bekannt ist. Sie kehrten nach London zurück, sie selbst stieg in der Gesellschaft Englands auf, war eine prominente Stimme im gesellschaftlichen Leben, literarisch, intellektuell. Sie hatte eine Fehde mit Alexander Pope, wohl weil sie sich seinen Annäherungsversuchen widersetzte. 1739 verließ sie ihren Ehemann und siedelte wieder auf den Kontinent über. Sie wohnte in Avignon, Brescia, Venedig. Erst nach dem Tod ihres Mannes, 1761, kehrte sie dann nach England zurück und starb sehr bald durch Brustkrebs. Und ihre letzten Worte waren, "It has been very interesting." Es war mein Leben, es war sehr, sehr interessant. Viele ihrer schriftstellerischen Werke sind verloren gegangen, Gedichte, Prosa, Tagebücher. Erhalten geblieben sind ihre Briefe aus Konstantinopel, die sie schon
immer veröffentlichen wollte. Aber das war ihr als Adliger nicht möglich, als Frau schon gar nicht. Sie wusste, das konnte sie nicht machen, aber sie hat sie überarbeitet. Sie hat Freunde gebeten, die Briefe, die sie an sie geschrieben hat, aufzubewahren, denn sie wollte, dass sie veröffentlicht würden. Und sie sind dann auch posthum veröffentlicht worden unter dem Titel Embassy Letters. In diesen Briefen schildert sie auch, wie sie die Pockenimpfung im Osmanischen Reich kennengelernt hat. Und sie hat auch Zeit ihres Lebens versucht, diese Pockenimpfung in England zu implementieren, was ihr nur zum Teil geglückt ist. Sie hat ihre Kinder impfen lassen. Und dieser Einsatz für die Pockenimpfung hat ihr wirklich einen Platz im Pantheon der abendländischen Medizin verschafft. Dafür ist sie auch berühmt geworden. Lady Montagu hat nun in Konstantinopel gelebt und sich für die Lebensweise der Orientalen und vor allem auch der orientalischen Frau begeistert. Sie ist verschleiert in Basare und Moscheen gegangen. Sie hat Berichte geschrieben über ihre Besuche im Harem des Sultan. Sie hat sehr positiv über die Lebensweise der türkischen Frauen der Oberschicht geschrieben und die Vorteile der Verschleierung geschildert. Auf die werde ich gleich noch kommen. Sie berichtet voller Bewunderung, dass die verheirateten Frauen ihr Vermögen behalten können und dass, wenn sie geschieden werden, dieses Vermögen zurückerhalten, zuzüglich einer Gabe des geschiedenen Ehemanns. Sie hat Christentum und Islam als gleichwertige Glaubensvorstellungen betrachtet und die osmanische Lebensart als äußerst kultiviert und moralisch vor allem auch moralisch ebenbürtig. Sie hat einen ausgesprochen positiven Blick auf das Osmanische Reich, was dann auch in Europa durchdringen konnte, denn die Osmanen hatten ja 1683 vor Wien eine vernichtende Niederlage erlebt. Sie waren also nicht mehr die gefürchteten Feinde in dieser Zeit, sodass man mit etwas größerer Ruhe auch auf dieses Osmanische Reich blicken konnte. Es gibt übrigens einen Podcast von Radio Wissen Bayern 2 vom 15.03. dieses Jahres, den man abrufen kann im Internet, und dort wird man auch nochmal durch die Geschichte ihres Lebens und ihre Briefe geführt. Lady Montagu war der Meinung, dass das Abendland ein Vorurteil habe gegenüber dem Orient und dass das Abendland immer die Ausgrenzung der orientalischen Frau aus dem gesellschaftlichen Leben betone. Sie hatte ganz andere Erfahrungen gemacht. Sie kann sehr viel Positives berichten über das Frauendasein, auch das libertinäre Frauendasein im Orient, im Osmanischen Reich. Sie feiert die Sinnlichkeit der orientalischen Frau, ihre Freizügigkeit und übt augenzwinkernd Kritik am englischen Korsett. Eine Kritik, die nicht nur das Kleidungsstück betrifft. Ich will Ihnen ein wenig mehr erzählen über das, was sie über die Verschleierung der türkischen Frau zu berichten weiß. Sie sagt, die türkischen Frauen können genauso viel Sünden begehen, obwohl sie keine Christen sind. Und bei uns herrscht eine erstaunliche Blödheit aller Schreiberlinge, wenn sie Berichte über diese Gesellschaft abgeben. It is very easy to see they have more liberty than we have. Also es ist sehr interessant zu sehen, dass diese Frauen mehr Freiheit haben, als wir es haben. Und das passiert so. Die Frauen gehen vollständig verschleiert auf die Straße. Gesicht, der ganze Körper ist verhüllt. Und nun kommt's. It is impossible for the most jealous husband to know his wife when he meets her. This perpetual masquerade gives them entire liberty of following their inclinations without danger of discovery. Also,
Aufgrund dieser Verschleierung ist es dem eifersüchtigen Ehemann unmöglich, seine Frau zu erkennen, wenn er sie auf der Straße trifft. Diese Maskerade gibt ihr so viel Freiheit, ihre Neigungen zu verfolgen, ohne erkannt zu werden, ohne Gefahr zu laufen, erkannt zu werden. Sie kann sich verabreden, mit wem immer sie will. The great ladies seldom let their gallants know who they are, and it is difficult to find it out that they can very seldom guess at her name they have corresponded with above half a year together. Also, die Ladies aus der Oberschicht lassen ihre Galants, ihre Liebhaber selten wissen, wer sie sind. Und es ist schwierig herauszufinden. Sie können sehr selten auf ihren Namen rückschließen, auf den Namen einer Lady, mit der sie ein halbes Jahr korrespondiert haben. Upon the whole, I look upon the Turkish women as the only free people in the empire. Alles in allem, sagt sie, kann ich auf die türkischen Frauen blicken als die einzig freien Menschen in dem gesamten Reich. An anderer Stelle gibt sie freilich zu, dass es eben auch manchmal vorkommt, dass man eine tote Frau irgendwo im Bosporus findet, deren Identität man dann nicht kennt, weil eben durch die Verschleierung kann auch dann eben ein Ehebruch auf diese Weise geregt werden und man wird nie erfahren, zu wem diese Frau gehört hat. Aber alles in allem wichtig ist, dass sie ein gänzlich anderes Bild vom Leben der Frauen im Orient gibt, als das zum Beispiel Montesquieu tut, der eben nie dort war. Und das zeigt, wie in der Zeit, in der dann auch Reisen zwischen Abendland und Morgenland, Orient und Okzident möglich wurden, die Meinungen wechseln, wie sie anders werden und wie sie anders werden, wenn man einen unverstellten Blick auf eine andere Kultur möglich macht und ihn für sich erlaubt. Es ist nicht immer so, dass dieser Blick dann objektiv ist, aber es ist eben ein sehr persönlicher, subjektiver Blick. Es gibt keine objektive Wahrheit, sondern nur Perspektiven von Menschen auf andere Kulturen und auf sich selbst. Aber das kann eben sehr, sehr stark variieren zu allen Zeiten.